Assalamu alaikum, liebe Eltern. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass ihr wohlauf seid, dass eure Liebsten wohlauf sind und dass Allah subhanahu wa ta'ala die betroffenen Muslime in den Erdbebenregionen in seine Barmherzigkeit aufnimmt. In diesem kurzen Video möchte ich inshallah wenige Punkte mit euch teilen, die euch dabei helfen können, das Geschehene mit euren Kindern gemeinsam zu verarbeiten und vor allem auch auf die Fragen eurer Kinder zu dem Geschehenen zu antworten. Bismillahirrahmanirrahim. Als allererstes, liebe Eltern, möchte ich darum bitten, dass ihr darauf achtet, welches Videomaterial und welche Bilder eure Kinder in diesen Tagen zu sehen bekommen. Es hat überhaupt keinen erzieherischen Mehrwert, ganz im Gegenteil für eure Kinder, dass sie Bilder zu sehen bekommen, beispielsweise von Leichen oder Leichenteilen, die eure Kinder emotional vollkommen überfordern. Es ist ausreichend, wenn ihr euren Kindern beschreibt, was sich zugetragen hat oder wenn sie beispielsweise Bilder von zusammengestürzten Gebäuden oder von aufgebrochenen Straßen sehen oder sonstige Bilder, von denen ihr der Meinung seid, dass eure Kinder sie mit ihrem jeweiligen Entwicklungsstand emotional verarbeiten können. Also bitte achtet darauf. Der zweite Punkt wäre, liebe Eltern, dass es wichtig ist, euren Kindern zu erklären, wie ein Erdbeben entsteht und was ein Erdbeben überhaupt ist. Erklärt euren Kindern, dass Allah subhanahu wa ta'ala unter der Erdoberfläche tektonische Platten erschaffen hat und dass diese tektonischen Platten in Bewegung sind. Durch diese Bewegung entsteht Spannung zwischen den tektonischen Platten, die sich manchmal in Form von Erdbeben entlädt. Es ist wichtig, dass eure Kinder verstehen, dass Erdbeben zu Sunanul Kaun, also zu den natürlichen Gesetzen, gehören, die Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Welt verankert hat. Ihr könnt ihnen dazu auch Videos zeigen, Abbildungen zeigen oder gemeinsam einen Atlas aufschlagen. Drittens, liebe Eltern, möchte ich, dass ihr in den kommenden Tagen auf die Fragen eurer Kinder eingeht, dass ihr ihre Fragen nicht abwürgt, dass ihr euch die Zeit nehmt, die Fragen eurer Kinder zu beantworten. Es ist sehr wahrscheinlich oder es kann passieren, dass eure Kinder in den nächsten Tagen Fragen stellen wie: Warum ist das passiert? Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen ein Erdbeben geschickt? Nehmt euch bitte die Zeit, auf diese Frage zu antworten und erinnert eure Kinder vor allem an zwei ganz grundlegende Grundsätze unseres Iman als Muslime. Als erstes sind wir überzeugt davon, dass Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman ur-Rahim ist, der Al-Abama, der Barmherzige, der mit seiner Schöpfung viel barmherziger ist, als irgendjemand es jemals sein könnte. Allah subhanahu wa ta'ala liebt seine Schöpfung viel mehr, als wir es jemals tun könnten. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist auch und insbesondere in diesen schwierigen Zeiten Ar-Rahman Ur-Rahim, der Al-Abama, der Barmherzige. Erinnert eure Kinder daran, dass dieses Leben, das diesseitige Leben, eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns angekündigt hat, dass er uns in diesem Leben mit Hunger, mit Unsicherheit, mit Not prüfen wird. Alles ist eine Prüfung von Allah. Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut, all dies ist eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala, die er uns in diesem Leben stellt, damit wir inshallah unseren festen Iman und unseren schönen Sabr beweisen und wir dafür von Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Paradies belohnt werden. Erklärt euren Kindern auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala die verstorbenen Muslime in der Erdbebenregion in seine Barmherzigkeit aufnehmen wird. Erklärt ihnen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie für ihren schönen Sabr mit dem Paradies belohnen wird und dass sie sich im Paradies an nichts von dem erinnern werden, was sie in dieser Welt erlitten haben. Erinnert eure Kinder daran, dass diese Welt ein Ort der Prüfung ist und dass inshallah erst die nächste Welt ein Ort der Erholung, ein Ort der Ruhe und ein Ort der Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und diese Punkte sind sehr, sehr wesentlich für euch, liebe Eltern, als natürlich auch für eure Kinder. Zeigt den Kindern aber auch auf, dass auch uns einen Teil der Prüfung selbstverständlich in dieser schweren Zeit trifft. Unsere Prüfung, die wir heute in unseren warmen Häusern sitzen, besteht darin, dass wir Anteilnahme am Geschehen zeigen, dass wir Anteilnahme an der Not unserer Geschwister zeigen und dass wir uns aufs Äußerste bemühen, unsere Geschwister jetzt und heute mit dem zu unterstützen, wozu wir in der Lage sind. Das ist besonders wichtig, dass eure Kinder mit euch, inshallah, oder durch euch, und das wäre auch schon der vierte Punkt, Mechanismen mit auf den Weg bekommen, wie sie aktiv eben das Geschehnisse durch Aktion verarbeiten können, um eben dieses Gefühl der Ohnmacht bei den Kindern zu vermeiden. Macht Dua mit euren Kindern. Macht bitte Dua mit euren Kindern für die verstorbenen Muslime, für die überlebenden Muslime. Macht Dua im Sujud, macht Dua vor dem Schlafengehen, macht Dua zu jeder Tageszeit, zu der ihr Dua machen könnt und möchtet. Bittet Allah subhanahu wa ta'ala um Sicherheit, um Wärme, um Schutz, um Nahrung für die Überlebenden
Lebenden und um seine Barmherzigkeit und die höchste Stufe im Paradies für die Verstorbenen. Werdet auch aktiv mit euren Kindern, indem ihr schaut, was ihr in der jetzigen Zeit, im jetzigen Moment spenden könnt. Macht mit den Kindern eure Schränke auf, schaut, welche Winterkleidung ihr entbehren könnt. Winterstiefel, Winterpullover, Winterhosen, Winterjacken, Decken und bringt das Ganze mit euren Kindern gemeinsam zu den Sammelstellen für Sachspenden. Bringt nach Möglichkeit auch Geldspenden auf den Weg, das ist im Moment besonders wichtig und lasst auch eure Kinder an diesen Geldspenden teilhaben. Lasst auch eure Kinder von ihrem Taschengeld für die Muslime in den betroffenen Regionen spenden. Außerdem könnt ihr mit euren Kindern darüber sprechen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns Menschen füreinander Verantwortung gegeben hat und dass zu unserer Verantwortung gehört, dass wir uns beispielsweise an Bauvorgaben halten, wenn wir Häuser bauen und dass nicht immer alle Menschen sich daran halten, die Sicherheitsvorgaben bei Bauvorhaben, beim Bau von Häusern zu wahren und dass es eine wichtige Verantwortung des Muslims ist, immer auf Sicherheitsvorkehrungen für sich und seine Geschwister und die Menschen überhaupt zu achten und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns auch danach befragen wird. Und selbstverständlich wird jedes Gebäude zu Fall kommen, das Allah subhanahu wa ta'ala zu Fall bringen will. Aber an uns Muslimen ist es im Diesseits stets die Sicherheitsvorkehrungen bei Bauvorhaben und alle sonstigen Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten, die uns auferlegt sind, damit wir verantwortungsvoll mit uns selbst und mit anderen umgehen. Liebe Eltern, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er euch diese schweren Stunden erleichtert. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er die Verstorbenen als Märtyrer in seine Barmherzigkeit aufnimmt und dass Allah subhanahu wa ta'ala den Hinterbliebenen Wärme, Obdach und Nahrung spendet, dass er ihnen Trost spendet, dass er ihnen wirklich wunderschönen Sabr gibt und dass auch Allah subhanahu wa ta'ala uns die Möglichkeit gibt, unsere Geschwister an dem heutigen Tag in diesen schweren Stunden aufs Äußerste zu unterstützen. Barakallahu fikum, liebe Eltern, inshallah waren diese paar Punkte hilfreich für euch. Ich sage fi amanillah und inshallah bis bald.